Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Minibrunnen auf der Minibrunnen Map. Es geht wieder los. Die Pause ist zu Ende. Die Prüfung wurde zum Aufnahmezeitpunkt gestern geschrieben. Jetzt fehlt noch die praktische Prüfung, aber ich sag mal so, bei der praktischen ist entweder kann man es oder man kann es nicht. Ja. Ich werde zwar jetzt noch nicht so extrem reinhasseln, ihr seht, es ist auch jetzt noch keine Kamera da, ich habe nämlich immer noch keine gekauft. Aber es geht jetzt auf jeden Fall langsam wieder los. Spätestens ab August geht's dann richtig los, also so richtig, richtig. Und ihr seht, es ist Winter, wir starten im Winter rein. Ich hoffe, dass unser Ackergras alles wächst und so weiter und so fort. Aber ich denke schon, dass das was wird. Das da hinten wächst ja hier auch, das Neufeld, keine Ahnung was abgeht, aber wisst ihr was abgeht? Wir quatschen heute, während wir die erste Schneeräummission machen, fangen wir mal beim Sägewerk an. Quatschen wir mal über den LS22, der jetzt mit dem ersten CGI-Trailer veröffentlicht worden ist. Und ja. Was soll man dazu mehr sagen, außer, oh mein Gott, wir haben Weinbau, endlich, das ist ja mal sowas von geil. Also Weinbau wirklich darauf, halt, da ist ja das Sägewerk. Weinbau ist wirklich was, da habe ich richtig Bock drauf, da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und ich, boah. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf auf Weinbau. Und ich glaube, das wird auch sehr geil. Wir haben jetzt zwar noch nicht so viel Genaueres dazu, was wir jetzt genau alles mit dem Weinbau machen können. Ich denke mal, wir pflanzen es an, ernten das. Und dann logischerweise verarbeiten wir das ja weiter, weil wir ja jetzt auch Produktion in MLS haben. Wir haben richtig echte Produktionen. Also, das kann einfach nur gut werden. Zusätzlich haben wir ja dann noch einige neue grafische und soundtechnische Änderungen. Also wir haben einiges neu. Ich bin richtig gehypt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich da jetzt... Also ich weiß gerade echt nicht so ganz, was ich... Also, ja. Ihr merkt, in der Pause hat sich nicht viel geändert. Ich bin immer noch sehr lost. Da hat sich echt nichts geändert. Ja, aber wie gesagt, der LS22 wird hammergeil. Die Day One Edition habe ich sogar schon vorbestellt. Ich weiß noch nicht, ob ich mir nur die Day One Edition kaufe. Oder ob ich es mir doch auf Steam auch direkt bei Release hole, weil ich habe Urlaub bekommen. Ehre gehen raus an den Chef, der meinen Weihnachtsurlaub verschoben hat. Also ich habe jetzt keinen Weihnachtsurlaub, dafür habe ich frei, wenn der LS kommt. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, den Winterdienst fahre ich gerne auch an Weihnachten. Für den LS muss man Opfer bringen. Dafür geht auf jeden Fall nochmal fett Danke raus. Und... ja, wir werden, denke ich mal, einen Release-Stream machen, wie bei Notruf. Ich lade jetzt einfach mal hier zwei Leute ein zu diesem Release-Stream. Jonas und Niklas, ihr seid eingeladen mitzumachen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, wenn nicht, dann zocken wir eben nach dem Release-Stream zusammen. Oder davor, mal schauen. Aber ihr seid auf jeden Fall eingeladen mitzumachen. Ja. So viel dazu, also es wird hammermäßig, was neue Marken angeht, ist ja noch nicht so viel bekannt. Also was wir jetzt wissen ist, dass Mac als neue Marke mit reinkommt. Der löst ziemlich sicher die Lizard-LKWs ab. Das finde ich sehr geil. Ich will jetzt echt nicht gegen die Lizard-LKWs schießen, aber es sind ja echt realistisch lizenzierte Fahrzeuge, sind schon geiler wie... irgendwelche nicht lizenzierten Fahrzeuge, wobei man ja sagen muss, die Lizard-Fahrzeuge sind jetzt nicht
so schlecht. Also, es gibt zwar bessere, ja, aber die sind jetzt nicht extrem schlecht. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zum neuen LS nicht so viel zu sagen. Also, der Hype ist da, der Hype ist groß. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich jetzt nichts mehr so viel zu sagen zum neuen LS. Wenn Factsheets und so weiter dann losgehen, dann sind die auf meinem Instagram-Account auf jeden Fall zu finden. Link dazu auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ansonsten wäre noch zu sagen, ja, dass wir hier auf dem Kanal jetzt erstmal keine LS-News machen, also vor allem für den 22er, weil das einfach nicht hinhaut. Wir haben jetzt den Anfang ja hier eh schon verpasst. Vielleicht fangen wir dann noch an, auf die Ingame-Trailer mal zu reacten, wenn es mit denen dann losgeht. Aber da will ich nichts versprechen. Das kann sein, das muss nicht sein. Ja. Aber schauen wir mal, ne? Ansonsten, was kann man noch? Was gibt's noch Neues? Es müsste eigentlich viel Neues geben, aber es gibt nicht so viel Neues. Ich habe jetzt die ersten Videos für die ersten Reactions rausgesucht mal. Die versprochene US-amerikanische Feuerwehreinsatzfahrt kommt natürlich auch. Das wird auch das erste Reaction-Video werden, was dann kommt. Wenn es dann losgeht damit. Habe ich ja gesagt, damit geht es dann los. Irgendwann. Ja, ansonsten überlege ich gerade, was man noch so erzählen könnte. Jetzt aktuell. Aber ohne Scheiß, es gibt nicht viel zu erzählen. Klar, ich habe einige neue Mods hier in den letzten paar Wochen hier mit reingepackt in die Mini-Brunnen, aber wir können mal in der nächsten Folge oder so. Also ich mache übrigens. Wir sind fertig. Gut, dann kassieren wir den natürlich gleich ab. Abkassieren. So, perfekto. Wir gucken in der Folge noch. Wir machen mal einen Mod-Überblick, ne? Weil ich weiß jetzt auch nichts mehr alles und jetzt machen wir mal gemeinsam einen Mod-Überblick. Der FendGD, der war ja, glaube ich, eh schon drinne. Die Fortschritt auch und der Volvo hier auch. Die waren auch schon drinne. Jetzt schauen wir mal, was hier neu ist. Ich weiß echt nichts mehr ganz genau, was neu ist. Ich habe aber einige neue Mods rein. Aber so kriegen wir jetzt mal wieder einen groben Überblick, was so drinne ist, weil das habe ich echt nichts mehr auf dem Schirm. Ich glaube, dass diese 6er-Serie neu ist. Aber da bin ich mir nicht sicher. Dieser JCB hier ist auf jeden Fall neu. Das ist ein Specialiger JCB. Mit diesem. Ne, das kann man, darauf kann man verzichten. Aber mit. Warte, das ist der gar nicht. Ach, ich dachte, das ist der mit dem Forst-Equipment dazu. Naja, auf jeden Fall haben wir noch einen Blue Power New Holland. Den können wir nämlich irgendwie noch, glaube ich, Blue Power machen. Keine Ahnung, finden wir schon dann raus, wenn wir ihn kaufen sollten. Mal gucken, was hier noch gibt. Ein kleiner 3000 Xerion ist noch, der auf jeden Fall neu. Ja, dann, was haben wir noch? Der hier ist neu und der MAN ist neu. Drescher ist nichts neu, ne? Häcksler habe ich einen neuen mit rein, da habe ich jetzt diesen Jaguar mit rein. Weil den können wir nämlich schwarz machen. Oh, schwarzer Jaguar. Ja, rüben ist eigentlich auch nichts Neues. Ich glaube, es war es dann eigentlich auch schon. Na, da ist er. Haha. Das ist der JCB mit Forst. Alles klar. Gut, dann wäre das in zwei verschiedene. Ein Radlader war auch nichts Neues, ne? Nee.
Außer der hier logischerweise, den wir uns irgendwann mal kaufen. Und ich glaube, bei Düngespritzen habe ich noch was Neues mit rein. Jo, da habe ich nämlich die zwei mit rein. Die hier ist jetzt mit drin, die hier ist mit drin. Und dann so ein Amazone-Spritzenpack ist auch mit drin. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Wir starten mal den nächsten Auftrag. Und zwar machen wir mit dem Bauplatz weiter. Den fangen wir jetzt noch in der Folge an. Der war, glaube ich, da hinten, ne? Ich kenne mich jetzt hier auch nichts mehr so gut aus. Naja. Ansonsten, was geht die Woche noch? Können wir noch machen? Ich muss erstmal wieder ein wenig reinkommen in die ganze Sache. Die Woche geht, boah, geht auf jeden Fall Minibrunn 2 Folgen. Dann schauen wir in Notruf nochmal rein, dass wir so die Basic oder die Hauptprojekte wieder anfeuern. Und dann schauen wir mal, was es sonst noch so gibt, zu machen gibt. Irgendwas wird uns schon einfallen. Aber wie gesagt, erstmal ohne so viel. Erstmal ohne so viel. Sonst muss ich hier. Oh Gott, das neue Curseplay-Update ist so scheiße. Weil irgendwie kann man das nichts mehr zumachen hier. Ich hab keine Ahnung, wie das zugeht. Dass du das hart aktivieren. Rechtsklick. Geht immer noch. Ich weiß es nicht, was da los ist. Schieben mal die ersten paar Bahnen da hinten hin und dann schauen wir, dass wir alles nach vorne geschoben bekommen. Bringt's was zu streuen? Oh ja, es bringt sogar was zu streuen, aber nicht so viel. Oh. Dann könnten wir den Platz sogar fast streuen. Eine Bahn ziehen wir noch. Irgendwie sieht der so klein aus und irgendwie geht es so gut. Entweder liegt nicht so viel Schnee. Oder. Hoppla. Der JCB hat einfach mehr Leistung wie der MB-Drag. Also hat er ja, glaube ich, sowieso. Aber einfach richtig spürbar. Der rammt halt den Schnee richtig weg. Ja. Könnt mal ein wenig in die Kommentare schreiben, was ihr so hören und sehen wollt. An sich können wir eigentlich so gut wie alles machen. Oder viel können wir machen. Alles nicht, aber viel. Ich muss halt jetzt auch erstmal wieder reinkommen in die ganze Sache. Ich denke, ich gebe mir 2 Wochen und dann läuft es wieder wie früher. Aber wie gesagt, Daily Videos erstmal noch nicht. 16, 15 bleibt gleich, also es hat sich noch nicht viel geändert. Die großen krassen Änderungen kommen dann erst im Sommer. Im Sommer ja, vielleicht schon ein bisschen eher. Hauen wir dann die großen Änderungen raus. Aber da wird sich dann eigentlich auch nicht so viel ändern, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Was soll sich denn großartig ändern? Eigentlich nicht so viel, ne? Ja, vielleicht mache ich noch ein Lego-Video für die Woche. Es fehlen nicht mehr viele. Dann habe ich alle Lego-Sets vorgestellt, die ich besitze. Noch 2 Siku-Videos kann ich machen. Dann habe ich auch alles vorbestellt, was ich vorgestellt, was ich besitze. Aber ich habe schon einen richtig fetten Plan für den Sommer, was Lego angeht. Es kommen ja einige neue Sets. Einige neue. Und die sind eigentlich alle geil. Also wirklich alle geil. Also mir fällt jetzt keins ein, was ich mir nicht holen würde, weil es schlecht ist. Mir fällt nur eins ein, was ich mir nicht hole, weil ich es schon hab. Und zwar ist es die Slave One. Die kommt nämlich nochmals bei The Mandalorian. Also basierend auf The Mandalorian, aber. Ich habe keinen Bock, mir eine zweite Slave One zu kaufen. Aber was wir zum Beispiel bekommen, das Bad Batch Shuttle kommt, Bo-Katan kommt mit ihrem
Mandalorianischen Starfighter. Battle of Mandalore kommt, also sprich Ahsoka vs. Maul. Dann kommt Moff Gideons Light Cruiser. Und noch ein Truppentransporter basierend auf The Mandalorian. Und damit wäre es es dann auch. Und ich denke, die werden wir alle gemeinsam irgendwie hier auf diesem Kanal finden. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber ja, die Folge ist zu Ende. Die Folge ist tatsächlich zu Ende. Ja, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Wir spielen jetzt wieder weiter. Es geht wieder weiter. Immer noch ein bisschen lost, aber das kommt wieder. Das kommt wieder, meine Freunde. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut auf jeden Fall raus. Liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Tschüss.